Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Diese Monatshoroskope biete ich an als Blitzberatung nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Arinela, ich grüße dich. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das zeigt deinen Seelenplan. Was sich bewegt, das ist Sonne, Mond und die Planeten, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung nennt man Transit und das löst etwas im Geburtshoroskop aus. Und genau das schauen wir an, was passiert Monat Mai 2019. Bevor ich aber starte, möchte ich noch die Mondknoten betonen. Die beiden Mondknoten zusammen bilden sich eine Drache. Wir kennen aber nur einen Teil davon. Das ist die Drachenkörper, die absteigende Mondknoten, weil da haben wir die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen, all das, was wir erlebt haben in früheren Leben. Das hast du hier in Tierkreiszeichen Fischen und erlebt hast du in 10. Lebensbereich, das heißt, du warst in Öffentlichkeit, du hast Anerkennung bekommen, Ansehen war für dich auch sehr, sehr wichtig. Hier befindet sich auch unser Planet Erde, Gaia symbolisiert das. Das heißt, in diesem Tag, wo du geboren bist, bewegte unseren Planet Erde auch im Tierkreis seinen Fischen. Und das zeigt, hier manifestiert sich wieder etwas und löst diese Mondknotenposition aus. Das kommen bei dir karmischen Erinnerungen, dein Talente, deinen Fähigkeiten, das als Berufung leben oder das in Öffentlichkeit bringen. Es gibt die zweite Teil von diesem Drache, das ist die Drachenkopf und das wurde abgeschnitten und unsere Seele sucht das, weil das ist der Bereich, auch der Lebensbereich, wo wir uns nicht auskennen, aber wir brauchen als Lebenserfahrung, das befreit uns auch und die Seele sucht das. Und das hast du im Jungfrau. Und das bedeutet für dich, du lernst, dein Leben in Ordnung zu bringen oder etwas bereinigen oder brauchst du Heilung. Und erlebst du hier im 4. Lebensbereich, was ein Zusammenhang ist von deinen Herkunft, Traditionen und brauchst einen Platz in dein Leben, wo du sagen kannst, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, da bin ich angekommen, hier fühle ich mich verankert, verwurzelt und das gibt dir dieses Gefühl oder wenn du das gefunden hast, das gibt dir die Halt in dein Leben. Diese beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten oder Ketu, die alten karmischen Lebenserfahrungen und die aufsteigende Mondknoten Rahu, was die Seele sucht, die bewegen sie sich auch. Ketu, diese absteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr
und nächstes Jahr auch im Schütze. Und aktiviert bei dir karmische Themen, was die Liebepartnerschaft betrifft. In dein Geburtshoroskop ist hier Mond und Saturn und Saturn hütet die Karma. Also Saturn wird durch diese Mondknoten sogar aktiviert. Die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was du lernst gerade, das in Form zu bringen, das lebendig machen, dieser Mondknoten bewegt sich dieses Jahr und 2020 immer noch in Zwillinge. Und das zeigt deine Persönlichkeit, das ist dein Aszendent. Also hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Und jetzt betrachten wir die Bewegung. 1. Mai, Sonne befindet sich im Widder. Sonne zeigt die Monatsthemen, das sind immer wichtig, weil da fließt die Lebensenergie. Und Widder symbolisiert Kraft und Mut und Veränderungen, Neuanfang. Und dann kommt Themen dazu, was zum 11. Lebensbereich gehört, wie deine Wünsche zu leben, die Hoffnung nicht aufgeben und Freundschaften schließen oder die Freundschaften überprüfen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Und hier sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei, da aktiv zu sein. In diesem Lebensbereich bewegt sich Uranus auch und sorgt dafür, dass hier Veränderungen gibt oder dass du unerwartete Ereignisse hast oder ungewöhnliche Begegnungen. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Glauben versetzt Bergen und dieser Neptun-Einfluss hast hier im 9. Lebensbereich. Wirkt auch Wassermann natürlich, deine Ideen verwirklichen, dann schenkt dir auch Freiheit, einen Überblick und das sind Auslandskontakte, Reisen oder Besuch von Ausland, bedeutet auch höhere Bildung und Spiritualität, auch die Suche nach Gott, also hat mit unserem Glauben auch was zu tun. Mars setzt etwas in Bewegung. Das ist die Kraft, was wir auch brauchen, weil mit dieser Kraft können wir uns behaupten, uns durchsetzen. Mars ist eine männliche Energie, hat mit Männern auch was zu tun, entweder unserem Partner oder Wunschpartner, aber kann auch anderen männlichen Personen auch bedeuten, gerade bei dieser Bewegung, wenn die Horoskop aktiviert wird. Mars ist im Stier. Natürlich kommt die Stierthema auch dazu, etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen oder um das Besitz kümmern oder die Finanzen in Ordnung zu bringen. Wirkt auch die 12. Lebensbereich auch Rückzug. Das heißt auch, achte auf die Finanzen, halt das zurück momentan. Hier sind auch geheime Feinde. Kann auch bedeuten, dass jemand neidisch ist auf deine Finanzen. Welche Themen handelt sich nur? Mars ist Kraft und das ist der Rückzug, dass es wichtig ist, zurückhaltend zu sein, in Kraft zu bleiben. Dann kommt die Ruhe und Leben, das Leben zu genießen, das gehört auch zum Stierenergie. Oder einer männlichen Person und da sind irgendwelche Geheimnisse oder dieser Mann erzählt seine Geheimnisse. Möglich ist auch, dass du geheime Feinde hast. Und mit diesem Mars-Energie sollst du dich wehren. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet die Karma, belehrt uns auch, manchmal grenzt uns ein, aber möchte, dass etwas in Ordnung kommt, dass Sicherheit, Stabilität, Struktur herrscht. Saturn bewegt sich im Schütze.
Du hast hier ein Saturn-Wiederkehr, weil im Geburtshoroskop hast auch hier Saturn und löst Themen aus wie Liebe, Partnerschaft. Saturn ist gerade rückläufig und das bedeutet entweder, das bremst etwas oder Zurückhaltung oder Vergangenheit oder karmische Themen. Pluto ist auch hier und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und dann kommt noch die Schütze-Energie auch dazu. Schütze hat einen Bezug zum Ausland, zum Reisen oder Orientieren im Leben, die Richtung, was wir uns wünschen. Pluto ist auch rückläufig. Jupiter ist auch rückläufig. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deine berufliche Situation oder Gesundheit. Jupiter bringt Glück, vermehrt etwas und gibt uns Chancen, Möglichkeiten im Leben und schenkt uns Optimismus. Venus verschönert etwas. Mit Venus Einfluss haben wir mit schönen Dingen etwas zu tun oder wir bringen etwas in Harmonie. Venus ist der Planet Liebe, aktiviert auch Liebe, Partnerschaft. Und Venus ist die weibliche Energie, das heißt, wir leben durch diesen Einfluss unserer Weiblichkeit oder verändern wir etwas in unserem Aussehen, wie zum Beispiel neue Haarschnitt oder Kosmetik oder neue Kleider. Venus ist weiblich, bei diesem Transit kann auch bedeuten Kontakt zu anderen Frau oder Frauen. Venus befindet sich in Fischen. Und das bedeutet, du als Frau bist gerade wahrgenommen. Steh auch in die Öffentlichkeit, in den Mittelpunkt. Du brauchst auch diese Anerkennung zurzeit. Bedeutet auch, dass du kreativ bist und lebst deine Berufung. Oder im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit hast du Begegnung mit anderen Frauen oder Frauen und hat einen Einfluss auf diesem Geschehen. Kann auch bedeuten, dass du Ziele hast. Und das ist Liebe, Partnerschaft oder die Kreativität. Merkur bewegt sich auch hier und Merkur handelt. Hier wird gehandelt oder hast du Gespräche oder Termine oder Vertrag. Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, beeinflusst unsere Gefühle, löst auch etwas aus im Horoskop. Und Mond ist die Empfängnis, hat mit Mütterlichkeit auch was zu tun, unseren eigenen mütterlichen Gefühlen oder Schwangerschaft kann bei Mond Einfluss auch auslösen, gerade wenn das mit Jupiter in Verbindung kommt. Jupiter vermehrt etwas, das kann natürlich auch auslösen. Oder unserem eigenen Mutter-Mutter-Themen. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung. Die treffen sich und wirken zusammen. Thema ist Kreativität, Liebe, Partnerschaft und das sind intensive Gefühle dabei. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung hier und das sind Gespräche, Kommunikation, entweder über die Gefühle oder sehr gefühlsvoll oder ein Nachricht, was unseren Gefühlen etwas aktiviert. 4. Mai ist Neumond, immer wieder. Das heißt, Mond übergeht immer wieder und trifft einen ganz anderen Lebensbereich, wo deine Wünsche gehen, deine Hoffnungen oder Freundschaften. Und dieser Neumond bedeutet Rückzug. Zieh dich zurück von Gruppe von Menschen, zieh dich zurück von Freunden. Sei nachdenklich, was sind deine Wünsche, was möchtest du erreichen? Dieser Neumond ist exakt um 23 Uhr 46 Minuten. Dann kommt noch die Widderenergie dazu. Das kann auch für dich ein Neuanfang bedeuten. Und dieser Neumond heißt noch nicht starten, sondern erstmal überlegen, welche Schritte sollst du tun. 5. Mai übergeht Merkur im Widder.
aktiviert Themen wie Neuanfang, Begeisterung oder deine Wünsche, Hoffnungen, Freundschaften. Hier kommen Gespräche. Kann auch bedeuten, dass du gründest etwas und das kommt im Vertrag oder du meldest dich an in einen Verein und unterschreibst einen Vertrag oder schlicht einfach Gespräche unter Freunden. 6. Mai ist Mond im Stier. Und das bedeutet Rückzug. Sei zurückhaltend und bewahre die Ruhe. Dann mach Gedanken über die Werte wie Selbstwertgefühl, Wertschätzung. Oder Gedanken machen, wie könntest du etwas schön gestalten, das auch genießen. Das ist alles Stierenergie. 7. Mai ist Mars in den Zwillingen. Also in dein Aszendent. Und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Entweder machst du Sport, Bewegung oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Oder du zeigst Kraft und mit dieser Kraft setzt du dich durch. 8. Mai. Mond übergeht in Zwillinge und trifft mit Mars. Das kann bedeuten, dass du sehr impulsiv bist und zeigst deinen Gefühlen nach außen. Das kann auch die Liebe sein oder Begeisterung, kann aber auch Wut sein. Also achte auf deine Gefühle, dass das nicht zu intensiv wird. Möglich ist es auch, dass eine männliche Person Gefühle für dich hat oder berührt deinen Gefühlen. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung und die wirken auch zusammen. Plötzliche Veränderungen oder Gespräche oder Handlungen, entweder die Richtung, was du wünschst und wird deine Hoffnung, deine Wünsche wahr, oder im Freundeskreis ändert sich etwas und es kommt plötzlich unerwartet. 10. Mai ist Mond im Krebs. Mond fühlt sich hier sehr wohl, weil Mond herrscht über dem Krebs und hier hast du Themen wie Werte, Selbstwertgefühl, Besitz und Finanzen. Hier ist Uranus in deinem Geburtshoroskop und das kann für dich bedeuten, dass ungewöhnliche Art und Weise zum Geld kommst. Und du hast hier mit dieser Krebsenergie auch dieses Gefühl dazu, wann sollst du handeln oder wann sollst du zurückhaltend sein. Und das steigert deine Gewinnchancen. Wenn du intuitiv handelst, könntest du Geld gewinnen, weil du hast das Gefühl dazu. Und gerade mit einem Mondeinfluss ist möglich, dass das hier das auch aktiviert wird. 10. Mai, das haben wir besprochen, 10. Mai ist Mond im Krebs, 11. Mai. 11. Mai übergeht Venus im Widder. Und das kann deine Hoffnung sein bezüglich Liebe, Partnerschaft oder hast du Kontakt mit einer Frau im Freundeskreis oder in einem Verein. 12. Mai ist Halbmond. Halbmond bedeutet Unsicherheit, Spannung, Nervosität. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Sicherheit, Stabilität. Und das passiert hier im Krebs. Und das bedeutet für dich, in diesem Tag sollst du nichts kaufen, auch nichts investieren, auch nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Es fehlt auch die Stabilität. Kann natürlich auch bedeuten, dass du in diesem Tag Verlustangst hast oder sogar Geld verlierst. Also achte auf das Geld. Dieser Halbmond ist exakt 2:12. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Hier hast du im Geburtshoroskop Venus und Pluto. Hier sind Themen, wie setzt du dich durch? Wie kannst du dich behaupten gegen Konkurrenten
oder gegen Rivalinnen. Hier kommen auch Erinnerungen in die Schulzeit. Wie war das damals, der Umgang mit deinen Geschwistern, mit anderen Kindern? Warst du wahrgenommen? Könntest du behaupten? Oder warst du übersehen, auf die Seite geschoben? Also hier muss man sich behaupten und das, was man hier auch lernt. Andere Themen kommen auch dazu, wie Austausch von Informationen, Lernen etwas, Medien, Internet gehört auch in diesem Bereich. Und mit Löwe brauchst du schon hier die Glanz und möchtest du wahrgenommen werden. Und hier kommen Erinnerungen oder das beeinflusst auch deinen Gefühlen. Das ist eine zunehmende Mondphase. In einer zunehmenden Mondphase können wir etwas starten, was vermehren soll. Und bei abnehmender Mondphase etwas beginnen, was abnehmen soll. 15. Mai ist Mond im Jungfrau und aktiviert bei dir erstens die karmischen Themen. Und Sonne ist auch hier, das ist dein Selbst, Mars, kann auch ein Mann sein, also indirekt auch aktiviert Partnerschaft. Dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, Heilung, bereinigen etwas, etwas in Ordnung bringen und wirkt auch auf deine Wohnsituation. Am 16. Mai ist Sonne im Stier. Dann kommt ein ganz neues Monatsthema. Dann wird die Stierenergie etwas Wertvolles in Besitz nehmen oder um Finanzen kümmern, etwas festzuhalten, dann die Ruhe bewahren, das Leben genießen und bei dir noch hier die Rückzug. Du brauchst in dieser Zeit auch die Ruhe, einfach mal den Tagen genießen. 17. Mai ist Mond im Waage und aktiviert hier Themen, was mit Kindern zu tun hat oder deine Kindheit, die Erinnerungen an die Kindheit oder die Kreativität und Lebensfreude. Hier hast du die Waage und Waage bedeutet das innere Gleichgewicht bewahren, etwas in Ordnung zu bringen, in dem Sinne, dass da Harmonie einkehrt. Waage bedeutet auch Schönheit, Kreativität. Hier ist wirklich diese schöpferische Energie da, etwas in Gestalt zu bringen, zeigt deine kreative Art. Waage hat auch mit Partnerschaft was zu tun. Und hier lernst du das auch genießen. Das ist die Lebensfreude hier. 18. Mai ist Vollmond, exakt um 22:11 Uhr. Und das bedeutet, das wird ganz und voll beleuchtet. Und das sind die gleichen Themen, Waage-Themen, inneren Gleichgewicht, dann auch Gerechtigkeit, auch Partnerschaft, Harmonie und Frieden. Und Kunst und Kreativität. Dazu kommt noch der 5. Lebensbereich, Kinder, die Bezug zu Kindern, die Kontakt zu Kindern oder dein inneren Kind. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in einer Verbindung und die wirken auch zusammen. Bei Uranus-Energie haben wir unerwartete Ereignisse oder Umbrüche, Veränderungen und das erlebst du in die liebe Partnerschaft oder mit einer Frau im Freundeskreis. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Dann ändert sich etwas. Hier hast du das Wissen und wie du das einordnen kannst, die tiefe Geheimnisse, das Leben verstehen. Außerdem, hier handelt es sich auch um Gespräche und auch geheime Feinde, das ist alles im Verborgenen. Und das heißt, wenn du deine Geheimnisse hast, dann bewahre das. Kann auch bedeuten, dass andere ihren oder seine Geheimnisse erzählen, du erfährst
Dinge, was eigentlich im Verborgenen ist, die Geheimnisse. 19. Mai im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und aktiviert Themen wie deinen Gefühlen, das ist Skorpion-Energie, die Transformation, Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen und die Energie transformieren, übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist hier eine Wandlung, das ist schon die Skorpion-Einfluss. Und das im Alltag, weil das hilft auch gesundheitlich, auch dass du Kraft hast, deinen Alltag, deine Pflichten zu bewältigen. Außerdem kommt noch dazu Themen, was die beruflichen Situation betrifft. Das ist eine abnehmende Mondphase und eignet sich sehr gut dafür, Ängste loslassen. 20. Mai steht Jupiter und Mond in Verbindung und sie wirken auch zusammen. Und Jupiter vergrößert etwas, vergrößert die Chancen, Möglichkeiten, beruflich was zu verändern, verbessern oder gesundheitlich. Oder vergrößert deinen Gefühlen und das würde auch bedeuten, dass du neigst dazu, etwas übertreiben, weil du zu emotional reagierst. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, genau, und aktiviert hier Themen Liebe, Partnerschaft, eventuell Verträge. Bei 7. Lebensbereich handelt es sich auch um Verträge. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und sie wirken zusammen und Saturn belehrt dich, deinen Gefühlen ernst zu nehmen, aber auch Gefühlen für andere, etwas in Form zu bringen oder deinen Gefühlen in Zaum halten. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und das heißt, konzentriere auf dem Wesentlichen, bestimme in die Richtung und das in die Liebe Partnerschaft oder lass Gefühlen los wie Angst oder Verlustangst, Zweifel, Unsicherheit, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen. 24. Mai ist Merkur im Diamant, im Stier. Und das heißt, da kommt Glanz. Das beschleunigt die Handlungen, die Gespräche, aber auch das Lernen. Merkur belehrt uns auch, aber sei eher im Rückzug. Du hast viel mehr Glanz, beschleunigst viel mehr in dein Leben, wenn du in diesem Tag eher zurückhaltend bist. Weil das ist im 12. Lebensbereich und das ist Rückzug. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert bei dir Themen wie Wandlung, Erneuerungsprozesse, erbschaftlichen Situationen und Terminen, Verträgen mit Ämtern, wenn das mit Finanzen was zu tun hat. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung und das hier im Wassermann, das kann bedeuten, dass du deine Ideen nicht verwirklichen kannst oder brauchst einen gewissen Freiraum und jemand schränkt dich ein oder hast du Unruhe im Reisen, Ausland oder mit einem ausländischen Kontakt zum Beispiel. Kann das auch auslösen. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement. Es fehlt die Begeisterung, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. 27. Mai steht Mond in Verbindung zum Neptun. Beide haben so ähnlichen Essenz. Das betrifft unserem Unbewussten, unserem Gefühlen, unserem Fantasie, unserem Träume. Möglich ist auch, dass du einen Traum hast und dieser Traum vermittelt dir was Wichtiges als Sprache der Seele oder du sollst auf deine Visionen achten und daran glauben und genau das ist die spirituelle Richtung. 29. Mai übergeht Mond in Tierkreiszeichen Fischen
Und da ist die Bedürfnis nach Anerkennung, Ansehen. Dann möchtest du in Öffentlichkeit sein oder etwas veröffentlichen, suchst deine Berufung. Dann hast du Themen wie Zielsetzung. Und 31. Mai ist Mond im Widder, aktiviert Themen wie Neuanfang, das ist die Widderenergie, oder deine Hoffnungen und Wünsche oder Freundschaften. Liebe Arinela, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.